Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch zu einem neuen, weiteren Video. Und es handelt sich um weiteres Wrap-up von der Gamescom, aber diesmal um Halo 5. Und da es doch immer so schön heißt, doppelt hält besser, habe ich natürlich auch mal wieder den Herrn Ischmer dabei. Einen wunderschönen guten Tag, Herrschaften. Ich bin Nigerius Ischma, bekannt aus Und wir widmen. Stuff. Ja, wir widmen uns. Du wolltest fortfahren, wahrscheinlich mit Halo 5 Ja, Guardians ich wollte und. sagen, Ja. wir. Ja. Fahren Sie fort. Genau das wollte ich sagen. Halo 5 Guardians, liebe Freunde. Ja, jetzt darfst du aber Hallo. loslegen. Fahren Sie fort und unterbricht mich instant. Naja, tut mir leid. Warte, wieso entschuldige ich mich? Stopp mal. Ja, das ist alles deine Spaced. Schuld. Wie auch immer. Genau, wir haben nämlich viel. Eigentlich gar nicht mal so viel Neues gesehen an sich. Eine neue Map und noch etwas anderes, Ja, nicht nur eine neue nämlich Map. eventuell einen neuen Spectator-Modus. Oh ja. Oder. Und wir haben auch noch ein bisschen mehr Gameplay von Fathom gesehen und Eliten-Oberarme und neues Zeug wie Und Power Shields und ja. Elitenhaut und Spartan-Selfies. Oh ja, Sehr genau. vieler cooler Stuff. Also. Let's jump right in. Yes, es waren Und jetzt kommt mehrere. das Intro. Oh. Okay, Intro vorbei. Und zwar ging es los mit dem Multiplayer-Trailer von Halo 5 Guardians. Now let's take a look at more of the games coming in 2015. Joining FIFA 16 in the lineup is a franchise that launched the original Xbox, has defined multiplayer Xbox on Xbox Live, and serves as the cornerstone of our first-party portfolio. This is Halo 5 Guardians. Xbox One exclusive. Neue Aufmachung und da wurde nicht nur eine neue Map, was mich gewundert hat, es wurden tatsächlich mehrere neue Maps, zwar nur in kurzen Schnitten Stimmt, du hast gezeigt, recht. aber es waren echt viele. Von Warzone sowie von Ja. Arena. Zum Beispiel in Warzone war, was mir sehr stark gefällt, weil ich ein Fan von Stadtmaps bin, seit Halo 2 kopfüber, ist eine Warzone-Map in einer Stadt angesiedelt. Ach, schlag mich tot, wie die Map heißt oder wie auch immer, aber. Warthog Action, ich Sah glaube, ein ein Tank war bisschen, da weißt du, es auch. hat mich hier ein bisschen erinnert, hat es mich an vom Design her an Halo Reach und zwar New Alexandria. Tatsächlich, stimmt. Wenn, ja, stimmt. Wenn du das Level Exodus nimmst, wo die Sonne ja noch scheint und wo du als Noble Six da auf den Dächern unterwegs bist und das Ganze dann von den Dächern der Hochhäuser verlagern würdest nach unten, dann würde es, glaube ich, ziemlich ähnlich aussehen. Tatsächlich. Jetzt, wo du es Ja, also sagst. mich hat es vor allem auch deswegen interessiert, weil mir ist mir eingefallen, weil mir direkt die Map Landekopf, glaube ich, heißt die, Ja, am von Strand. Firefight Das eingefallen ist. ist direkt am Ende dann von Exodus. Dieselbe Genau, dort, wo Kampagnenlevel. dann das Schiff abhebt und abgeschossen wird. Ja, genau. Das sieht tatsächlich so ein kleines bisschen danach aus. Dann gab es noch eine andere Stadtmap, die war dann wiederum im Arena-Part zu sehen von dem Trailer.
mit ganz viel japanischen Zeichen oder chinesisch oder auf jeden Fall was Asiatisches. Und da ein bisschen hat mich die Map erinnert an, ich muss tatsächlich sagen, an eine Map von Call of Duty Modern Warfare 3. Oh, schlag mich tot, wie die Map hieß, und die war auch verdammt scheiße. Wow, was ist das? Okay, schneide das. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Die MW3-Map, die ziemlich scheiße war. Was habe ich da gesagt? Ja, die war auf jeden Fall ziemlich scheiße, aber sie hat mich halt so ein bisschen daran erinnert, weil es so Slum-mäßig so ein bisschen, also so ein bisschen runtergekommen. Da ist dieses grüne Licht auch auf der Map in Halo 5. Und es hebt sich tatsächlich, muss ich sagen, diese Map so von diesen üblichen Karten ab, die man von Free for Free kennt. Die wir jetzt gesehen haben von Halo 5 und die von Halo 4 hatten ja ein gewisses Schema, kann man fast sagen. Nicht alle, aber schon viele. Und die sieht schon anders aus, muss ich sagen. Also schon definitiv eine gute Abwechslung. Naja. Uns haben einen richtig schlechten Scherz reingebracht in dem ganz Anfang-Trailer. Da stand Combat has evolved. Ja, bei dem World Championship Trailer. Fand ich eigentlich ein cooles Gimmick, weil ich habe das... Das war ein lustiger Gag. Ja, ich musste tatsächlich sagen, ich habe das Has erst überlesen, also Halo Combat has evolved. Ich habe das Has überlesen und habe dann Halo Combat Evolved gelesen. Und ich so... Das ist aber nicht richtig. Da habt ihr was vertauscht, Leute. Ja, und ich find's auch schön, wie sie am Anfang so den Trailer gemacht haben. Ja, natürlich, wie Free for Free das irgendwie in letzter Zeit sehr oft macht. Ja, das Spiel, das Multiplayer revolutioniert hat, so, ja, sie schmücken sich die ganze Zeit mit dem Ruhm von Bungie, aber hey. Und sagen, redefined itself und so. Und dann dachte ich mir, ja, das klingt ja schon irgendwie cool. Und dann so Perfection for Pros oder was auch immer. Und ich finde einfach diese Gangart ziemlich cool, die sie haben, dass sie jetzt echt sagen, dass dieser Arena-Multiplayer ist 100% auf Competitive ausgelegt und auf kein Firlefanz und so. Und wer Firlefanz haben will, ja, dann kann man den Arena-Multiplayer immer noch so modifizieren, dass man so Sachen wie Action-Sack dann einfach, weil die Sandbox es zulässt. Das ist ja genau das gleiche wie mit Halo 3. Halo 3 ist von sich aus in einem 4v4 mit Battle Rifle Starts, ist das ja schon reines Competitive Halo sozusagen. Und durch die ein, ja, zwei Tweaks hast du einfach schon Action Sack und dann hast du Griff Ball und so Sachen, das wird ja nicht das Problem sein. Dennoch finde ich es halt einfach schön, diesen Gang weg vom Casual. Definitiv, also das hat es auch eindeutig gebraucht, weil das war, was die beiden vorhergegangenen Spiele ein bisschen geplagt hatte. Gut, Halo Reach jetzt war an sich jetzt nicht so casual, aber es war, es hatte seine eigenen Probleme. Halo Reach hatte das Problem von Bloom und von Spartan, Armor Abilities. Also das ist auch wieder ein Thema für viele andere Videos, ja, die bereits alle gemacht worden sind. Und deswegen bleiben wir gleich bei den Profis und etwas, was denen vielleicht sehr gefallen wird und was uns auch aufgefallen ist, es sah fast so aus, als gäbe es einen richtig coolen Spectator-Mode in Halo 5. Oh ja, den... In der Präsentation, wo Bravo und Sims, den anderen, den ich mir nicht aussprechen kann, Sims, nicht aussprechen, sondern nicht merken kann, dieses Gameplay zwischen Epsilon und Optic Gaming da, genau, kommentiert haben, hat man kurz immer so Replays gesehen. Und das wäre an sich noch nichts wirklich Tolles, aber diese Replays hatten auch noch so Pfeile, die Laufwege, ja, zeichnen. Vorausberechneten Laufwege aufgezeigt haben. Und das sah ziemlich cool aus. Wenn da mehr solche Features drin sind, die auch wirklich Analyse helfen und ähnlichem, dann ist das sehr cool. Ja, und das würde auch nicht nur im Spectator-Mode, sondern auch im Kino-Feature endlich mal frischen Wind reinbringen, weil man muss leider sagen, dass das Kino-Feature seit Halo 3 genau derselbe, ich will nicht sagen Mist ist, aber es hat sich einfach nichts geändert seit Halo 3. Der
Und nicht nur das Kino-Feature, sondern halt auch einfach die Tatsache, dass ja die ganze Competitive-Szene von sowas wie einem Spectator-Mode lebt. Ich meine, wie viel einfacher ist es, so ein Event aufzusetzen, wenn du einen Spectator-Mode hast. Du brauchst nur eine Xbox, die irgendwo angeschlossen ist, muss nicht jede einzelne Xbox da irgendwie anschließen und dann zusammen streamen und shit und zusammenschneiden, sondern du hast nur eine Xbox, wo dann ein Caster dran sitzt und das dann machen kann, was so ein Setup für so ein Match einfach deutlich vereinfacht. Ja, man, also ich stelle mir das gerade vor, wenn man jetzt ich stelle mir das mal einfach so aufgesetzt vor, wie die letzten beiden Seasons von Halo 2 Anniversary, wo ich mir einfach denke, sonst haben sie in-game halt immer nur tatsächlich In-Game-Footage gezeigt, die ganze Zeit. Da war nicht viel Spielraum. Jetzt kann man entweder mitten im Game, wenn gerade eine Pause ist und gerade nicht viel los ist, irgendwie kurz was einblenden, so ein Replay mit einer fliegenden Kamera oder so Geschichten. Oder halt am Ende reden sie halt sehr gerne über Shots, die gelandet wurden oder Overkills, Ridiculous, alles sowas. Kann dann in Zeitlupe nochmal nachvollziehen, mit diesem Röntgenblick, den sie dann halt auch haben, der echt sehr cool ist, den man halt aus Counter-Strike zum Beispiel kennt und Schlag mich tot haben wahrscheinlich noch andere. Und das ist, das, die Caster können halt einfach perfekt dazu kommentieren und auf YouTube, da können sich die ganzen Pros so Taktik-Reviews kladderadatsch machen. Das ist vielleicht auch irgendwas für Custom-Games, wenn das noch irgendwie, ja, kann man viel draus machen auf jeden Fall. Ist ein cooles Feature. Ja, definitiv. Und was man auch noch mal genauer gesehen hat, was man davor schon gewusst hat, soweit ich weiß, aber noch nicht gezeigt wurde, war das sogenannte Flag-Juggling, dass man die Flagge eben rumwerfen kann, auf und ab. Was aber geblieben ist, wo ich noch nicht weiß, wie ich es finden soll, ist die Pistole für den Flaggenträger. Ja. Die hat er weiterhin. Ja, also dass das Flag-Juggling schon mal zurück ist, ist gut. Ich habe fast gedacht, okay, ist zwar zurück, aber das wird irgendwie nicht das Gleiche sein, dachte ich jetzt. Jetzt habe ich das Gameplay gesehen, es ist das Gleiche. Die Flag fliegt genau gleich wie sonst und bist halt schneller und das Thrusten ist zwar cool, aber das macht dich jetzt auch nicht overpowered schnell oder sowas. Und ja, mit der Pistole muss man es halt sehen. Ich denke, dass wenn sie es nicht so machen wie in Halo 4 und die Pistole automatisch stärker machen, dann werden zumindest Competitive-Spieler diese Funktion kaum benutzen. Also, ich meine, wenn du die Möglichkeit hast, die Flagge fallen zu lassen und mit deinem VR zu schießen, ist das einfach besser. Das ist einfach so. Ja, auch muss man sehen, ob es halt wirklich auch in allen Modi wirklich implementiert ist oder nur in manchen, weil den Modus, den sie dort gespielt haben, war auch eindeutig kein Competitive Mode, sondern einfach nur standardmäßig. Es war ein Assault Rifle Start. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich vorhaben, tatsächlich Assault Rifle Starts ins Competitive zu bringen, damit die Leute nach VRs suchen oder sowas. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich wag's mal zu bezweifeln. Ne? Assault Rifle Starts, ich meine, man kann halten davon, was man will, aber wir beide sind uns da relativ einig, dass vor allem in der Master Chief Collection, man kann diese Assault Rifle Starts einfach auf alles übertragen und man wird feststellen, es ist Shit. Einfach so gesagt. Außer in Halo 2 Anniversary, aber da sind es SMG Starts. Das Assault Rifle taugt zwar schon was in Halo 2 Anniversary, aber damit spawnt man halt. Und SMG wie auch AR Starts sind halt einfach kein Quatsch, aber competitive ist es nicht. Ja, allein schon, weil sie halt nicht ansatzweise so viel Ding erfordern, was Ziel angeht. Ja, es ist sehr random. Den Spieler so stark fordern beim Zielen. Sprechen wir kurz über die Map Colosseum, die gezeigt wurde. Da hatten wir schon, während ich geguckt habe, so ein paar Spekulationen gehabt. Und zwar die erste war, die Map ist vom Layout in Ordnung, würde ich sagen. Schön symmetrisch. Ich finde diese Brücke da ziemlich cool. Ich dachte, da wären erst Lifts, die dich auf die andere Seite bringen. Dem ist aber anscheinend nicht so. Ich glaube, es ist tatsächlich möglich, dass du die Flagge von der einen Brückenseite auf die andere schmeißen kannst. Wenn da einer wartet, dass er ihn aus der Luft fängt, das wäre einfach sau cool. Ja. Wenn das so abgesprochen ist. Oh, da würden Caster ausrasten, wenn sowas passiert. Ich hoffe, das geht. Und
ja, sonst die Basen halt in Rot und Blau. Ist schön, dass Free for Free da auch endlich mal auf diesen Zug aufgestiegen ist. Nicht so wie bei Halo 4, da war es nämlich erst nicht so. Und dann haben sie im Nachhinein in der Forge auf die Maps diese Beleuchtung getan, was halt einfach, ja, es sah einfach dämlich aus. Und jetzt haben sie halt von Anfang an eine schöne Farbkodierung. Und ja, aber sonst muss man sagen, von dem Aussehen der Map und von dem Design ist es so, wie schon mal in Halo 4 so gewesen, vor allem in Spartan Ops. Es ist dieses Forerunner grau glänzend. Für mich erinnert es mehr an Reach sogar, weil dort halt mehr in so Reach, in Reach war es. Ja, in der Forge. In Reach, ja. Ja. Aber es gab auch viele Forge-Maps, die so immer. Und ja. Ansonsten, wie gesagt, die Map, gut, wir haben selbst nicht sie jetzt in voller Gänze gesehen, aber von dem, was man jetzt so kurz sehen kann, ist sie auf jeden Fall nicht zu klein, nicht zu groß. Und sie ist aber schon für Arena und 4 gegen 4 geeignet zu sein. Wenn ich sie mir so angucke, ist sie aber schon kleiner als der Rest, glaube ich. Die Leute bewegen sich relativ schnell schon, über die Map. Sie ist schon vergleichsweise klein. Ja, also im Vergleich zu anderen Halo 5 Maps jetzt gesagt, weil die sind ja im Allgemeinen etwas größer geworden. Und ich musste feststellen, dass halt keiner von den Leuten dann tatsächlich sprintet oder viel. Die Pros, vor allem auf dieser Map, legen mit dem Sprint nur ganz kurze Distanzen zurück. Das kann daran liegen, dass sie tatsächlich ihre Schilde schützen wollen oder es sich einfach nicht lohnt, die Waffe runterzutun, um zu sprinten. Und deswegen denke ich, dass Sprinten keine overpowerte Sache ist oder dass Sprinten keinen Platz in Halo hat. Den Platz kann sich Sprinten holen, vor allem dadurch, dass es mit den Schilden gebalanced ist. Und das ist jetzt, das hat man auch, glaube ich, ziemlich gut in dem Gameplay gesehen, dass sie es nochmal zu der Beta verlangsamt haben, das Sprinten. Man hat einfach nicht mehr so viel Advantage von dem Sprinten, als man denkt. Das bringt bestimmt auf Warzone-Maps oder auf Big-Team-Battle-Maps, ist es bestimmt nicht schlecht. Schneller bist du ja schon, aber es bringt dir nicht den Advantage. Ja, definitiv. Also, was du auch gesagt hast, ist ein ganz guter Punkt. Man ist ja halt auch doch einer gewissen Gefährdung ausgesetzt, wenn man sprintet, dadurch, dass man die Waffe nicht so schnell ziehen kann und nicht so schnell schussbereit ist. Ja. Deswegen halt wir auch vielleicht die speziell nicht so oft sprinten. Noch ein Punkt ganz kurz zu dem Design, was ich noch sagen wollte. Was ich dir auch schon gesagt habe, aber ich muss einfach sagen, dass Certain Affinity, die Macher vom Multiplayer von Halo 2 Anniversary, einfach die besseren Skyboxen machen. Weil jetzt vor allem auf Colosseum hat man einfach gesehen, dass die Skybox so, ja, es ist, ich muss sagen, es ist generell bewölkt. Optisch war die Map sehr langweilig. Also, ja, also ich weiß nicht. Fürs Auge hat sie wirklich... Ich weiß nicht, was... Also, ich, wie gesagt, die Map ist cool vom Layout. Aber vor allem den ersten Glimpse, den ich in dem Multiplayer... Trailer gesehen habe, da war ja ein ganz kurzer Ausschnitt immer zu sehen, dachte ich, es ist eine Forge-Map. Und dachte mir, für eine Forge-Map sieht das aber gut aus. Bis ich feststellen musste, dass es eine echte Map ist, und dann dachte ich mir, oh, naja, also well. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich die Präsentation gemanagt hätte, wäre ich mir nicht sicher gewesen, ob ich wirklich diese Map gezeigt hätte, weil die so unimpressive aussieht, dass es wirklich... Ich muss sagen, sie hat mich ein bisschen erinnert an das neue Unreal Tournament. Und man muss auf der anderen Seite sagen, für die Leute, die es nicht wissen, Unreal Tournament ist in einer Pre-Alpha und da sehen alle Maps untexturiert aus und so kam es mir so ein bisschen vor. Und genauso wie in Unreal Tournament ist die Map zwar cool, aber nicht schön. Ja, schön ist definitiv was anderes. Vor allem, weil sie ja in dem Zusammenschnitt davor gezeigt haben, dass sie auch wirklich auch farblich interessantere Maps haben. Oh ja. Und nicht also, so graue abgesehen von dieser Map, waren die Ausschnitte der anderen Maps alle sehr schön eigentlich. Aber bis auf die Tatsache, was ich auch schon erwähnt hatte, ich muss sagen, es ist mir zu viel in Halo 5 von diesen UNSC-Menschen-Maps. So, ich hätte es einfach lieber, wenn so mehr Allianz-Sachen kommen würden. So wie Damnation in Halo 1 oder so. Oder ja gut, Truth und Regret hast du zwar. Finde ich auch ziemlich gut, aber ich glaube trotzdem, dass einfach die Prozentzahl von UNSC geprägten Maps zu stark ist. Und die ähneln sich dann schon ziemlich sehr. Ich meine, du hast Empire und Eden, die an sich, das eine ist ein Remix vom anderen, das ist klar. Klar hat es dann den gleichen Style. Das war bei Truth und Regret auch so. Ja,
Aber dann hast du auch so Sachen wie Faithen, das du halt gesehen hast, die Unterwasser-Map, die von den Gegenständen, die da halt so rumliegen, ist es halt einfach so, es sieht genauso aus. Nur, dass es unter Wasser ist. Genauso wie eine Map, die in den Screenshots zu sehen ist. Da kannst du auch einen Screenshot am besten mal für verwenden. Wenn du guckst bei Gamescom Arena Multiplayer, so die letzte Map, die da in den Screenshots zu sehen ist. So Sonnenuntergang und dann so ein riesengroßer Planet in der Skybox. Was alles sehr schön ist, aber halt wieder dieses UNESCO-Theme, weiß-gelb. So. Ja, ich schätze schon, dass da auch noch mehr Maps kommen werden. Ja, ohne Frage. Die mehr so allianzmäßig sind. Man hat halt ja noch nicht wirklich alle gesehen. Ja, also somit bin ich da jetzt noch nicht so, habe ich da jetzt nicht wirklich Angst. Was wir aber eher noch sagen können, wo du ja auch schon gesagt hast und wo das auch thematisch gerade passt, Fathom können wir noch ein bisschen was sagen. Da bin ich auch Gameplay dazu gesehen. Ja. Von Beyond Entertainment werde ich auch verlinken oder einblenden oder beides. Wo man gesehen hat, wie sie da so ein bisschen rumgurken. Sah auf jeden Fall sehr interessant aus insgesamt. Die Map ist vom ersten Blick halt wie der Rest nicht schlecht. Es ist, glaube ich, genauso wie Colosseum. Vor allem Colosseum ist sehr vertikal, wie es ausgesehen hat. Und ich fand die Battles, die man halt gesehen hat, ziemlich cool. Man hat so enge Korridore gehabt, wie man es halt kennt von alten Halos, so ein bisschen Halo 1-Style hatte das schon so ein bisschen. Es war sehr eng teilweise. Und halt wieder so eine offene Fläche, wo du hohe Plateauen hast für diese Ground Pounds halt. Man merkt einfach, wie Free for Free dafür sorgt, dass du eine gewisse vertikale Höhe hast, um Ground Pounds zu machen. Was mir aber instant aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, dass Waffen umrandet sind. Ja. Die in der Map liegen und fallen gelassen werden. Nicht nur Waffen, sondern auch Power-Ups, Dinge wie Granaten und alles ähnliche da. Ich glaube, darauf hatten wir dich schon mal aufmerksam gemacht. Das ist jetzt auch schon ein paar Monate so. Wirklich? Ja. Also nicht in der Beta, aber das war schon länger so. Dass das so wie so Halo 3 ODST-mäßig. Ja. Wie im Visre umrandet. Was ich eine gute Sache finde, weil ab und zu entweder die Waffen liegen auf einem riesigen Haufen und du erkennst nicht mehr, was da was ist, oder ja, für Leute, die halt neuer sind und das halt nicht auf den ersten Blick erkennen, vor allem in einem so detaillierten Halo, was wir bisher auch noch nicht hatten, dass man da gerne mal eine Waffe übersieht und dass man alleine an der Silhouette vielleicht besser erkennt, um welche Waffe es sich dann tatsächlich handelt. Ja, und die hat einfach schneller findet. Ja, das ist und praktisch. Was man auch noch sehen konnte, ist, dass man unter Objekten durchsliden kann. Ja, das fand ich sehr cool. Ich hab das schon so gesehen und da dachte ich mir, ja, das kostet doch sau viel Zeit, sich da zu ducken und so. Und dann slidet er da durch und ich dachte mir, oh, endlich mal ein gescheiter Nutzen für diesen Slide, weil ich habe ihn auch in der Beta nie benutzt, den Slide. Genauso wenig wie den Spartan Charge, den habe ich ganz selten benutzt. Aber beide Sachen scheinen schon ihren Vorteil zu haben. Was ich auch sagen muss, hatte ich auch schon angesprochen gehabt von ohne Aufnahme, dass es sehr praktisch sein kann, diesen Slide zu nutzen, wenn man um eine Ecke kommt. Also wenn man um eine Ecke laufen würde, ist man natürlich gefundenes Fressen für einen Sniper, der die Ecke im Visier hat, oder einen Camper, der da mit einer Shotgun rumhängt. Slidet man aber um die Ecke, seitwärts, was auch geht, was ich da gemerkt habe, verlierst du natürlich signifikant an Höhe. Ein Sniper trifft dann nicht mehr deinen Kopf, weil er eigentlich viel höher vorzielt. Der mit der Shotgun theoretisch auch nicht. Hast du in dem Fall dann auch eine Shotgun, dann ist er ziemlich screwed. Und das ist eigentlich eine echt coole Sache, worauf ich selber so nicht gekommen bin. Was man auch noch sehen konnte, war eine neue Power Shield Animation. Ja. Oder Overshield, wie auch immer. Die wurde bereits schon mal geteasert vor einem Monat oder so, aber jetzt hat man sie halt nochmal... Weiß ich sowas nicht? Ich weiß es nicht, ich habe es dir, glaube ich, sogar geschickt. Daher kam nämlich auch mein Satz mit dem Spartan-Selfie. Auf Halo Reddit wurde das nämlich schon als Spartan-Selfie so gezeigt. Da wurde das Overshield ersetzt tatsächlich durch so ein iPhone, wo man den Helm von dem Spartan so sieht. Es sieht einfach so total
total scheiße aus. Einfach, ich kann dir da nochmal einen Link zu schicken. Oder wir können es am besten mal verlinken auch, dann in dem Video, ja. Wer da mal kurz reinschauen will. Es sieht einfach total aus, weil er Superschilde jetzt so eine kleine Kapsel sind. Und ein normaler Mensch würde einfach mitten im Kampf diese Kapsel nehmen, kurz draufdrücken, wegschmeißen. Nein, er nimmt die Kapsel, hält sie direkt vor die Fresse und dann drückt er mit dem Daumen drauf. Und deswegen sieht das einfach so total nach einem Selfie aus, weil er es so extra vors Gesicht hält. Ja, also demonstrativ. Ja, aber ansonsten finde ich das nicht schlecht, da jetzt so eine, ich meine, die Animation ist nicht lang, ist höchstwahrscheinlich nicht wirklich störend. Und ja, denke ich auch nicht. Ja, kann man machen. Wie das jetzt mit Tarnung und so aussieht, jetzt hat man sie ja nicht mehr als Armor-Ability. Ob sie als Power-Up jetzt zurückkommt, ich würde es mir wünschen, weil sonst gibt es keine Tarnung mehr in Halo. Und das wäre ziemlich dumm. Ja, ich würde mir das wünschen. Auch den Speed-Boost, der in Halo 4 zum ersten Mal eingeführt wurde. Ich finde, der ist in Halo 2 Anniversary sehr praktisch. Man kann mit dem Speedboost vielleicht auch so Sachen machen, dass der Speedboost dir tatsächlich nur einen Speedboost gibt, wenn du sprintest. Was den Sprint dann für dich stärker machen würde. Aber du so jetzt nicht schneller bist. Aber ja gut, kann man ja nehmen, wie man will. Werden wir dann alles sehen. Wir werden sich definitiv Mittel und Wege finden. Oh ja. Haben wir sonst noch irgendwas? Guck ganz kurz durch. Ich musste ja die Hälfte meiner Tabs schließen, weil ich diesen Trailer nicht gefunden habe, der mich aus dem Leben gebombt hat. ganz kurz durch die Screenshots schauen. Gibt noch eine Schneemap in Warzone, über die wir nicht geredet haben. Da gibt es nicht viel zu sagen, außer dass sie mich halt, das habe ich aber auch, glaube ich, in meiner Analyse gesagt von der Kampagne, dass es mich sehr stark an Breakpoint erinnert. Von Halo Reach, war im Noble Map Pack von Halo Reach, also die letzte Map Pack, die tatsächlich dann noch Bungie gemacht hat, die war für Invasion. Deswegen ist es naheliegend, Invasion, Warzone. Warzone ist irgendwie so die Erweiterung von Invasion sozusagen. Und erinnert mich halt total dran, diese tiefe Klippe im Schnee. Natürlich ist, man sieht sofort, dass es nicht das gleiche ist wie Breakpoint, aber es könnte das gleiche U-förmige Layout möglicherweise haben. Man sieht in einem Screenshot noch so einen Tunnel im Hintergrund, hinter diesem Promethean Soldier. Sieht man so einen Tunnel und den Tunnel gab es zum Beispiel auch in Breakpoint. Und für mich sind das dann schon fast zu viele Zufälle. Zu viele Zufälle. Ja. Und haarscharf kombiniert. Und sonst und halt das nächste Mal mit Detektiv Ishma. Ja, meine Pro-Tipps. Wie erkenne ich eine schon mal dagewesene Map? Ja, auf jeden Fall gab es halt noch die Stadtmap, die in Warzone ist. Darüber haben wir auch noch kurz gequatscht. Und sonst hat man halt nicht mehr viel gesehen. Die Weltmeisterschaft von Halo haben wir, glaube ich, nicht direkt angesprochen. Also wir haben darüber geredet, dass da ja was gezeigt wurde. Dementsprechend $1 Million ist ja, der Preispool groß. Ja, stimmt, ein richtig großer Preispool. Sie scheinen sehr viel Vertrauen in Halo 5 zu haben. Ja, der größte, so groß wie der größte Preispool, der jemals in Halo ausgegeben wurde. Und ja, sie setzen einfach alles auf die Karte E-Sport und ich denke, das ist auch vor allem, das ist hundertprozentig der richtige Weg. Und bei den Price-Pools werden sich die Pros auf Price-Pools werden sich die Pros mit dem Price-Pool werden sich die Pros verdammt reinhängen, denke ich. Und sobald die sich reinhängen, wird ihr Gefolge an Fans mitziehen und neue Fans anziehen. Und auf Twitch, wenn Halo einfach präsent auf Twitch ist, dann könnte das tatsächlich der Weg zurück sein. In die glorreichen Zeiten zurück von Halo 3 und Halo 2. Und vielleicht schafft es nicht Halo 5, aber Halo 5 kann den Weg ebnen zu Halo 6 und da ist es dann vielleicht tatsächlich besiegelt, dass Halo wieder da ist, wo es einmal war. Haters gonna hate, ihr könnt so viel schreiben, wie ich finde Sprinten scheiße oder früher war alles besser, ist mir scheißegal, Halo 5 sieht verdammt geil aus. Ja. Ich glaube, das sind vielleicht auch ganz passende Antworten. Ja. Denn mir fällt jetzt
fällt jetzt zumindest nicht mehr ein, was ich sonst noch ansprechen sollte. Ja, und wir sind hier auch nahezu bei einer halben Stunde und ich denke, das passt hier gerade ziemlich gut. Im Rahmen halten. Ja. Definitiv. Schreibt in die Kommentare, würde ich fast sagen, wie ihr es findet, was ihr jetzt am meisten freut drauf. Ja. Und sagt uns bitte, sind wir die Einzigen, die Kolosseum so fad finden? Oder? Oh ja. Vom Aussehen. Ich wiederhole nochmal, vom Aussehen. Spielerisch sieht die Map echt gut aus. Genau. Ja gut. Wobei sie es auch nochmal genauer zeigen wird. Aber wie dem auch sei, ciao und tschüss, sagt der Quert. Auf Wiedersehen.